Und der Blick aufs Wetter. Starke Regenfälle soll es jetzt nicht mehr geben in den nächsten Tagen. Aber die Hochwasserlage, die bleibt an vielen Orten angespannt. In Tschechien oder Polen kämpfen die Menschen bei ersten Aufräumarbeiten vor allem mit den Schlammmassen. In Österreich drohen vermehrt Dammbrüche und Erdrutsche durch aufgeweichte Böden. Wo die braune Brühe abläuft, wird der ganze Schaden sichtbar. In Haunolstein bei St. Pölten in Österreich ist den Anwohnern anzumerken, dass sie in den vergangenen Tagen viel durchgemacht haben. Wir leben seit zwei Tagen am Dachboden, ohne Wasser, ohne irgendwas. Ich bin im Wohnzimmer gesessen, so. Ich kann den Wind und den Regen nicht mehr hören. Das Geräusch des prasselnden Dauerregens, es dürfte Edeltraud Ries vorerst erspart bleiben. Das Tief ist Richtung Italien weitergezogen. Ganz langsam sinken die Wasserstände. Doch nun gibt es eine neue Sorge. Die Böden sind derart mit Wasser gesättigt, dass Erd- und Gesteinsmassen, sogar ganze Berge ins Rutschen geraten könnten. Auch in Polen wälzt sich das Hochwasser weiter flussabwärts und stellt die nächsten Anwohner vor eine Bewährungsprobe. Nun müssen die Breslauer um ihre historische Altstadt fürchten. Dort wird der höchste Wasserstand der Oder für morgen oder übermorgen erwartet. Im Umland wird Tonne um Tonne Sand in Säcke gefüllt, um das Schlimmste abzuwenden. Nach dem Hochwasser ist in Oberschlesien die Welle der Hilfsbereitschaft angekommen. Ein Freund hat mir erzählt, dass hier Sand abgefüllt wird. Also bin ich direkt hergekommen. Hier packen auch Eltern mit ihren Kindern an. Ich habe sogar 5-, 6-Jährige gesehen. Es sind ganz schön viele Leute. Hilfe, die gebraucht wird, auch in Tschechien. Dass dieses Hotel in Trebovice bis auf Weiteres keine Gäste empfangen kann, das erklärt sich bei diesen Bildern von selbst. Allein hier rechnen sie mit einem Schaden von 160.000 Euro. Die Flut kam zweimal. Alles, was vorher drinnen war, haben wir ein paar Blocks weiter in einem Park wiedergefunden. Wir haben den ganzen Hausstand verloren. Nun ist Eile geboten, auch in diesem Altenheim in Ostrava. Denn der Schlamm muss weggewaschen werden, bevor er eintrocknet. Die Tschechen greifen sich unter die Arme, wo sie noch können. Dennoch werden sie mit den Folgen des Hochwassers über Monate zu kämpfen haben. Und in Deutschland richten sich die Blicke vor allem nach Sachsen auf die Elbe in Dresden, denn dort steigt der Pegel weiter. Inzwischen gilt die zweithöchste Alarmstufe. Größere Schäden wie 2013 und vor allem beim Jahrhunderthochwasser 2002 sind diesmal wahrscheinlich nicht zu befürchten. Das liegt auch daran, dass in den vergangenen Jahren viele Vorsichtsmaßnahmen getroffen wurden, sowohl von den Bürgern als auch von der Politik. Nur ein paar Sandsäcke trennen in Dresden die Häuser am Laubegaster Ufer von der Elbe. Einige hundert Meter weiter ist der Lockwitzbach angeschwollen, weil er nicht abfließen kann. Es fehlt nicht viel, bis das Wasser auch in Angelika Kurzes Kleingarten schwappt. Längst ist hier die Vorbereitung auf den Ernstfall Routine. Also wir haben auf jeden Fall, da wir das schon ein paar Mal durch haben, die Kisten hochgeräumt. Wir haben unsere ganzen Sachen sowieso schon in Plastikbehälter drin. Die Betten hochgeräumt oder weggeräumt, einen Kühlschrank, wie gesagt, aufgemacht. Aber ansonsten, dass man eben wenigstens das Wertvolle wie die Werkzeugkisten und so weiter hoch hat. Ansonsten sind wir ein bisschen entspannt rangegangen. Denn die Situation ist kein Vergleich zu 2002 und 2013, als Familie Kurze wie so viele andere Meter hoch im Wasser stand. Damals verantwortlich für die Jahrhundertfluten war auch die berüchtigte 5B-Wetterlage mit großen Wassermassen aus dem Mittelmeer. Diese hat Deutschland diesmal nur gestreift. Sachsens Umweltminister Wolfram Günther führt den bislang glimpflichen Verlauf auch auf Milliardeninvestitionen in den Hochwasserschutz seit 2002 zurück. Das hat schon bei der großen Belastungsprobe 2013 dazu geführt, dass geschätzt 450 Millionen Euro Schäden gar nicht eingetreten sind, weil die Anlagen funktioniert haben. Das heißt, technischen und auch natürlichen Hochwasserschutz ausgebaut, instand gesetzt, ertüchtigt. Wir haben kommunale Hochwasserschutzmaßnahmen gefördert. Wir haben das auch in der Stadt Dresden gemacht. Das war die Weißeritz, dass das dort nicht wieder kommt. Und da geht es einfach um Platz schaffen. Neben den städtebaulichen seien auch natürliche Hochwasserschutzmaßnahmen verbessert worden. Wie hier in Glauchau an der Zwickauer Mulde, wo der Deich rückverlegt wurde, um dem Fluss mehr Überschwemmungsfläche zu bieten. Zudem funktioniere die Zusammenarbeit mit den Behörden in Tschechien hervorragend. Die Befürchtung, dass große Wassermengen etwa aus der Moldau einfach 1:1 in die Elbe nach Deutschland weitergeschoben würden, sei unbegründet. Man muss dazu sagen, zum Schutz der Stadt Prag
die ja unterhalb der Moldau-Kaskade liegt, ist dort ein maximaler Abfluss von 1000 Kubikmeter pro Sekunde vorgesehen. Das ist im eigensten Interesse der tschechischen Behörden, dass die Stadt Prag und auch die unterliegenden Städte nicht überflutet werden. In Laubegast selbst seien dagegen jahrzehntelang keine Hochwasserschutzmaßnahmen getroffen worden, sagt Angelika Kurze. Daher wird sie weiterhin die eingespielten Vorsichtsmaßnahmen treffen, sobald das Wasser wieder steigt. Und wir schalten jetzt direkt dahin zu Tobias Bader. Er ist für uns in Dresden. Tobias, die Stadt hat ja nun die zweithöchste Alarmstufe ausgerufen. Wie ist denn die aktuelle Lage und was bedeutet das? Ja, es bedeutet konkret, dass der Elbpegel hier in Dresden über die Marke von 6 Metern gestiegen ist. Und ich hole mal die Kamera ein bisschen ran und wir gucken mal zusammen hier über das Geländer. Dann kriegen wir einen Eindruck davon, wie voll die Elbe ist. Und vor allen Dingen, wenn man hier direkt die Mauer runterguckt, da ist eigentlich eine Straße. Da fahren Autos, da ist Stadt- und Berufsverkehr. Und wir sehen, das ist jetzt alles in diesem Augenblick überschwemmt. Und klar, hier fahren keine Autos. Und die Warnstufe 3 ist es, das hast du ja angesprochen. Das bedeutet einfach zusätzliche Schutzmaßnahmen, Sicherheitsmaßnahmen, die getroffen worden sind. Da wird zum Beispiel Deiche hier in der Region werden dauerhaft begangen, damit man da eben Probleme einfach sofort feststellt und sehen kann. Und ansonsten ist man bei der Stadt aber relativ ruhig, weil man wohl gut vorhersagen kann, was hier noch alles kommt. Ja, und im Beitrag eben haben wir ja auch gehört, dass das Wasser aus Tschechien jetzt reindrücken könnte. Da gab es aber Entwarnung. Das heißt, mit einem weiteren Anstieg ist nicht zu rechnen? Es gibt noch so einen kleinen weiteren Anstieg, glaube ich. Der Maximalpegel, der Scheitelpunkt, der soll so bei 6,15 Meter liegen. Ich habe vor wenigen Minuten noch mal in die Prognosen reingeschaut. Das soll morgen Vormittag der Fall sein. Also dann steht das Wasser noch mal 10 Zentimeter höher. Aber auch das ist eine Marke, mit der man hier überhaupt keine Probleme hat. Wenn wir ein bisschen zurückdenken, 2002, da war der Wasserstand bei dem verheerenden Hochwasser hier bei 9,40 Meter. Also das ist noch eine deutliche Menge, die da tatsächlich fehlt. Also guckt man hier tatsächlich in Ruhe und gespannt. Man beobachtet es natürlich, man ist vorbereitet auf alles, was auch überraschend passieren könnte. Aber hier hat niemand die Sorge, dass es tatsächlich noch Situationen auftreten, mit denen man nicht rechnet. Das heißt, wie sind die aktuellen Sicherheitsvorkehrungen vor Ort? Was nimmst du wahr? Na, wir haben hier in der Stadt Sandsäcke gesehen, na klar, die gestapelt worden sind, um einfach an Bereichen, wo das Elbufer so ein bisschen abgeflacht ist, ja, um da eine Barriere aufzubauen. Gerade zur Altstadt, wenn wir mal einmal die Kamera wirklich richtig, richtig weit drehen, dann gehen wir einmal kurz hier rum, da sieht man ja die schöne Dresdner Altstadt mit all den historisch wertvollen Gebäuden. Da gibt es natürlich eigentlich Tordurchgänge, die wurden alle verbarrikadiert, da wurden Polder aufgebaut, die eben, das ist gerade schon mal angesprochen, diese Wassermarken von 2002 auch aushalten würden. Also die Polder gehen auf 9,80 Meter hoch, dann werden eben, wie gesagt, die Deiche begangen, um da mögliche Schwachstellen, mögliche Probleme eben sofort zu erkennen. Also, und man hat einen Krisenstab eingerichtet, all das eben, um genau vorhersagen zu können und auch reagieren zu können, vor allen Dingen nochmal extremer, falls es tatsächlich noch dazu kommen sollte, dass hier große Wassermassen ankommen, mit denen niemand gerechnet hat. Ja, du sprichst von Krise und im Hintergrund rechts und links von dir sieht man Menschen, die auch Fotos machen. Das heißt, die Menschen sind nicht so in Krisenstimmung. Die Menschen, ich glaube, in Dresden hat ja immer viele Touristen, aber klar, gerade das Bild, was wir dann im Hintergrund sehen mit der eingestürzten Carola-Brücke der vergangenen Woche, das ist in Sachsen wahrscheinlich das Fotomotiv des Jahres mit dem Hochwasser in Kombination. Und weil das Wasser eben noch nicht so hoch steht, dass es eine tatsächliche Bedrohung für Leib und Leben, für Gebäude, für Keller ist, deswegen kommen die Leute wahrscheinlich her, schauen sich das an bei tatsächlich wunderbaren Temperaturen, Mitte 20 Grad und gucken auf das, was Sie da sehen können, schmunzeln vielleicht ein bisschen, weil es ist ja schon ein starkes und skurriles Erscheinungsbild, was wir da sehen im Hintergrund. Geht denn dann von dieser eingestürzten Carola-Brücke noch Gefahr aus? Wohl nicht. Am Wochenende wurde ja tatsächlich der ganze linke Teil, wenn wir da hinten hinschauen, da steht noch ein Bagger am anderen Ufer gegenüber. Dieser ganze Teil bis zu dem ersten Stück, der da im Wasser liegt, der wurde ja schon nochmal weggesprengt tatsächlich. Dann die Trümmerteile abtransportiert, weil der Teil eben noch einsturzgefährdet war. Und damit da nichts vom Wasser weggespült wird und werden kann, wurde das eben vorsichtshalber schon gemacht. Das wurde geschafft, bis die Flut dann auch kam. Und das, was jetzt noch im Wasser liegt, das kann zwar dazu führen, dass Elb aufwärts,
abwärts. Das Wasser noch mal so ein bisschen zusätzlich angestaut wird, aber da geht es um 30 bis 50 Zentimeter, haben die Berechnungen ergeben. Also das ist nicht so viel, als dass das hier wirklich zusätzliche Probleme auslöst. Die Stadt hat außerdem Messgeräte an der Brücke befestigt, die Bewegungen im Zehntelmillimeterbereich feststellen können. Und Mitarbeiter der Behörden sind ja auch unterwegs und messen eben flussaufwärts, sodass man eigentlich immer darüber Bescheid weiß, wenn sich im Bereich der Brücke oder an der Brücke irgendwas bewegt und dann notfalls auch, ja, wie auch immer, das ist tatsächlich die große Frage, aber trotzdem reagieren könnte.